gesamte wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. So steht's geschrieben in Artikel 151 der Bayerischen Verfassung. Na dann! Auf! Zum Gemeinwohl! Was bringt über 100 Aktive der Gemeinwohlökonomie für 5 Tage in einem Kloster im Allgäu zusammen? Was haben sie dort diskutiert, entwickelt und geplant? Mit vielen von ihnen haben wir gesprochen, vor allem mit den jungen GWÖ-AktivistInnen, die wir Ihnen in der heutigen Sendung näher vorstellen wollen. Außerdem beschäftigen wir uns mit der anstehenden Bayerischen Landtagswahl und fragen, was in den Wahlprogrammen der Parteien zum Thema Wirtschaft steht. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Zur Sendung der Gemeinwohlökonomie Bayern begrüßen Sie am Mikrofon wieder recht herzlich Andrea Behm und Reinald Schwarz auf Radio Lora 92.4. Zunächst blicken wir auf die GWÖ-Sommerwoche, die im August im Kloster Bonn-Landen in der Nähe von Memmingen unter dem Motto Kooperation leben stattgefunden hat. Über 100 GWÖ-Aktive aus Österreich, Spanien, Frankreich, der Schweiz und aus der Bundesrepublik Deutschland haben sich inhaltlich neben GWÖ-internen Themen wie Organisationsentwicklung, Finanzen und Kommunikation mit Fragen der Wirtschaft und Politik beschäftigt. Daneben hatten wir auch ausreichend Zeit für persönliche Begegnungen, ob beim gemeinsamen Besuch einer solidarischen Landwirtschaft, beim Schwimmen im nahegelegenen See, beim Fußball, beim Jodeln und Singen oder bei Yoga und Tai Chi. In den mehr als 40 Themenworkshops wurde engagiert diskutiert, wurden Argumente abgewogen, wieder verworfen und neu aufgegriffen. Lebhafte Gespräche gab es über Eigentum, über ein neues Freiheitsnarrativ oder über die UN-Nachhaltigkeitsziele, manchmal bis tief in die Nacht hinein am Lagerfeuer. Am Ende der Woche fand eine Podiumsdiskussion zum Thema Finanzwesen in einer Gemeinwohlwirtschaft statt. An ihr nahmen 2 Bankvertreter teil, nämlich Maurice Attenberger von der GLS Bank und Dr. Daniel Sieben von der Triodos Bank. Außerdem Blanka Pohl, Gastgeberin sogenannter Finanzcafés, Dr. Marie-Louise Meinhold, die gerade eine nachhaltige Versicherung gründet, und Christian Felber. Besonders inspirierend waren unsere Gespräche mit den jungen GWÖ-Aktiven, die sich jetzt erst einmal vorstellen. Hallo, ich bin Julia, ich bin relativ neu bei der GWÖ-Bewegung dabei und die Sommerwoche ist jetzt auch mein erstes Treffen mit dem AK Jugend und ich kann nur sagen, ich wurde sehr gut aufgenommen. Wir haben die Woche schon sehr viel miteinander gearbeitet und auch sehr produktiv. Genau, und ich freue mich jetzt auf die nächsten Monate, Wochen, wie auch immer. Hi, ich bin der Jens, ich bin 28 Jahre alt, habe das Glück gehabt, dass ich von Anfang an beim AK Jugend mit dabei sein durfte. Das hat letzten Herbst angefangen und seitdem hatten wir schon viele coole Wochenende zusammen und sind jetzt mitten in der Planung von neuen Projekten, auf die ich mich sehr freue. Hi, mein Name ist Anne, 25 Jahre und wie der Jens hatte ich auch das Glück, schon direkt bei der Gründung dieses AK-Jugends im letzten Herbst dabei sein zu können. Schön, dass das eben so in Schwung gekommen ist jetzt über die letzten Monate, immer wieder neue Gesichter dazukommen und eben sich konkrete Projekte herausgestalten und es so einfach noch ein neuer Teil der GWÖ langsam heranwächst. Hi, ich bin der Christoph, ich bin 23 Jahre alt. Ich hatte auch das Vergnügen, seit Anfang an von dem AK Jugend dabei zu sein und freue mich sehr, dass wir jetzt wieder auf einem Treffen sind von der jungen GWÖ-Bewegung. Und ich finde es sehr motivierend, dass wir schon mehrere junge Leute da sind und echt uns coole Sachen und Projekte überlegen. Bin sehr gespannt, wie wir es weitermachen und was noch alles in Zukunft kommt. Hallo, ich bin der Johannes. Ich bin 21 Jahre alt. Seit knappen 2 Jahren weiß ich von der Gemeinwohlökonomie und bin jetzt mit der Gründung des AK Jugend aktiv geworden. Mich begeistert die Gemeinwohlökonomie so sehr, weil es meiner Meinung nach bzw. nach meinem Wissensstand die bei weitem umfangreichste und grundsätzlichste Alternative zum aktuellen Wirtschaftssystem ist.
Hallo, ich bin Florian, ich bin 29 Jahre und seit einem halben Jahr bei der Gemeinwohlökonomie Bewegung dabei und habe jetzt auf der Sommerwoche hier den Acker Jugend kennengelernt, bin dort warm empfangen worden und wir waren direkt auch sehr produktiv und haben ein kleines Filmchen gedreht für den neuen Internetauftritt. Wir hatten ganz viel Spaß dabei und ich freue mich auf die weiteren Schritte, die wir jetzt zusammen gehen. Was sind für euch die entscheidenden Inhalte, die euch letztlich zur GWÖ gebracht haben? Eine Sache von vielen Dingen, die mich begeistert an der GWÖ, ist, dass sie Werte, die wir eigentlich in unserem Zusammenleben leben und auch, glaube ich, oft in unserer Erziehung mitbekommen und auch, glaube ich, pflegen in unseren Freundeskreisen, wie Kooperation und auch freundschaftliche Unterstützung und Wertschätzung, dass die eben nicht, wie es oft erlebt wird, glaube ich, in unserem Bildungssystem, aber auch in unserem Wirtschaftssystem, dass das ja völlig ausgehebelt ist und man total gewohnt ist, dass dort dann quasi die Konkurrenz herrscht oder eben ein Gegeneinander statt ein Miteinander und dass die Gemeinwohlökonomie eben da Ansätze und konkrete Wege aufzeigt, diese Kooperation und Freundschaftlichkeit auch in einem Wirtschaftssystem zu leben. Und das finde ich bemerkenswert und begeisterungsfähig. Was ich bei der GWÖ ganz spannend finde, ist, dass wir nicht nur das Ziel haben, unser Wirtschaftssystem zu erneuern, sondern auch die Demokratie wiederzubeleben und neue Impulse zu setzen. Und das ist für mich eines der wichtigsten Anliegen, dass Bürger wieder darüber diskutieren, was wollen wir in unserer Gesellschaft, wie wollen wir, dass unsere Wirtschaft uns dient und dass das ein Prozess ist, der von ganz lokal bis national dann stattfindet. Und das ist was, was mich begeistert. Bevor ich jemals von der Gemeinwohlökonomie gehört habe, war immer meine Überlegung, dass ich Wirtschaft immer als ein Werkzeug gesehen habe. Und ich fand es immer so unglaublich schade, dass wir aktuell das Werkzeug ausschließlich dazu benutzen, aus Geld mehr Geld zu machen. Da hat mich persönlich die Gemeinwohlökonomie extrem angesprochen, indem sie konkret eine alternative Erfolgsdefinition in der Wirtschaft fordert und auch anbietet. Was ist für euch Gemeinwohl? Gemeinwohl ist für mich das Wohl aller und das ist sehr eng verlinkt mit meinem persönlichen Bedürfnis, allen Menschen auf dieser Erde ein gutes Leben zu ermöglichen. Und das passiert, indem wir konkret und direkt unsere Wirtschaft eben darauf ausrichten, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen, und zwar alle Bedürfnisse. Und dafür sehe ich eben in der Gemeinwohlökonomie das bis bei weitem attraktivste Konzept, um eben allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Also ich stimme Johannes vollkommen zu, dass es ein sehr attraktives Konzept ist, mit der Gemeinwohlökonomie das Wohl aller Menschen quasi zu erreichen. Aber für mich geht es noch viel weiter, weil ich finde, wir sollten wegkommen von diesem sehr auf den Menschen ausgerichteten Weltbild, das wir heutzutage haben. Und ich, für mich, wenn ich von Gemeinwohl rede, dann habe ich auch die Natur im Blick, dann sehe ich die ganzen tollen Lebewesen, die wir auf unserem Planeten haben. Und da wünsche ich mir einfach, dass das wieder viel mehr in unseren Fokus kommt, dass wir ja das Wunder des Lebens, das es auf dem Leben auf unserem Planeten gibt, einfach wieder mehr erkennen und nicht nur den Menschen als das tolle Wesen sehen, sondern alle Geschöpfe und auch das Meer und die Berge und genau, also das ist alles für mich da drin. Ich musste da jetzt gerade auch dran denken, wenn wir Bildungsveranstaltungen mit Jugendlichen zur Gemeinwohlökonomie machen, da haben wir auch immer ein Modul davon, ist eben, was ist für euch Gemeinwohl? Und dann sammeln wir immer mit den Schulklassen und am Anfang ist es tatsächlich so ein bisschen zögerlich, aber nach und nach sammelt sich das dann eben und das sind dann, wenn man wirklich ins Konkrete geht, wird das dann eben, das ist Wasser, Nahrung, Luft, saubere Luft für alle, saubere Böden für alle, aber auch kommen sie ganz schnell oft, und so geht es mir auch, zu Werten wie Liebe, Freiheit, Bildung, Sicherheit. Und so ist es wirklich sehr spannend, wenn man wirklich mal sich überlegt, was wünsche ich mir für mein Leben, was ist mein Wohl. Eigentlich wünscht man das allen, beziehungsweise wünscht sich das jede Person. Und so kann man, glaube ich, eine schöne Sammlung auch mal für sich selber machen, was denn Gemeinwohl ist. Wie setzt sich der AK Jugend zusammen und an was arbeitet ihr? Wir sind momentan eine Gruppe von ungefähr 30 Personen, alle zwischen 15 und 30 Jahren. Wir hatten bisher eben mehrere kleine und größere Treffen, aber vor allem zwei große Treffen mit der ganzen Gruppe, streben da aber mehr noch regelmäßigen Austausch und wirklich ein Sehen im Jahr an. Wir diskutieren und reden über die GWÖ, tauschen inhaltlich
Dinge aus über die Bewegung. Wir planen und veranstalten Aktionen rund um die Gemeinwohlökonomie und eben, wie schon gesagt, wollen uns auch einfach eine gute Zeit miteinander machen. Wie fühlt ihr euch als junge Menschen innerhalb der GWÖ-Bewegung? Also ich habe bisher nur positive Erfahrungen gemacht. Ich wurde schon öfters auf unsere Arbeit jetzt angesprochen und ich habe das Gefühl, dass auf jeden Fall gewollt ist, dass wir eingebunden sind, und von unserer Seite ist das natürlich total der Fall. Also wir möchten uns nicht absondern als eigene Jugendbewegung, sondern wir gehören zur GWÖ-Bewegung dazu und stellen eben das junge Gesicht davon dar und versuchen, junge Menschen in die komplette Bewegung reinzubekommen. Ich finde es auch sehr inspirierend, quasi zu sehen, dass in dieser Bewegung einfach für alle Altersklassen Platz ist. Also dass es nicht nur eine junge Bewegung ist, sondern dass wir auch Rentner haben, die wahnsinnig viel Zeit und Energie in diese Bewegung reinstecken und mit denen wir einfach viel austauschen können und die uns auch bereichern können mit ihrer Lebenserfahrung, und wir können sie vielleicht bereichern mit unserer Energie, und das ist für mich sehr inspirierend und ist ein Zusammenarbeiten, und wir hoffen, dass das immer so weitergeht. Aber natürlich hoffen wir auch noch, dass noch mehr junge Menschen in die GWÖ reinfinden. Ich fühle mich auch als AK-Jugend sehr wertgeschätzt von der Bewegung insgesamt, und gleichzeitig sind wir auch jung und aktiv und schmerzfrei genug, uns auch Gehör zu verschaffen, falls das noch nicht von alleine der Fall ist. Also ich glaube, da brauchen weder wir noch die restliche Bewegung Angst davor haben. Auch weil die Bewegung insgesamt meiner Beobachtung nach eine sehr inklusive und sehr achtsame Bewegung ist, was ich sehr schätze. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, was die GWÖ-Jugend an neuen, konkreten Projekten für die Zukunft plant. Wir haben im Zuge dieser Woche überlegt, welche weiteren Aktionen wir im Zuge unseres AKs noch durchführen können. Und eines davon wäre eine höhere Präsenz auf Messen. Das heißt, wir haben vor, im nächsten Jahr auf 3 Messen zu fahren, da ein bisschen präsent zu sein, alles unter dem Motto Nachhaltigkeit, und da eben auch neue Leute kennenzulernen, neue Leute für unseren Kreis zu gewinnen und uns auch mit anderen zum Motto Nachhaltigkeit oder gesellschaftliches Engagement eben zu verknüpfen, um das auch alles auf europäischer Ebene ein bisschen mehr auszuweiten. Genau, also jetzt startet es gleich im Oktober voraussichtlich mit der UConn. Das ist eine Konferenz, die jetzt zum zweiten Mal erst in Deutschland stattfindet. Das ist relativ klein, da sind nur 150 junge Teilnehmer, aber das ist genau unsere Altersgruppe und dementsprechend dachten wir, da passen wir gut rein. Dann hatten wir noch den Heldenmarkt in Stuttgart im November im Kopf, und dann im Januar nächsten Jahres wollen wir zur Grünen Woche gehen, um da auch präsent zu sein. In Berlin ist das dann. Wie vernetzt ihr euch mit anderen Organisationen? Genau, das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns. Also das haben wir auch in den vergangenen Wochenenden, wo wir uns getroffen haben, immer versucht umzusetzen. Also wir hatten ein Treffen in Kassel und haben dann beim zweiten Treffen schon Jugendinitiativen in Kassel angeschrieben, um sie zu fragen, ob sie uns während der Woche mal treffen wollen. Geklappt hat es vor allem mit Foodsharing. Also wir haben dann dort das Essen von Foodsharing bekommen und konnten somit Kosten für unser Wochenende drosseln und gleichzeitig noch Lebensmittel retten. Und das größte Projekt, was jetzt ansteht bezüglich Vernetzung mit anderen Jugendinitiativen, ist, dass wir Kontakt haben mit einer anderen Jugendgruppe. Reclaiming Our Economy heißen die, die im nächsten Jahr im Sommer 2019 eine Sommerwoche organisieren wollen, und da haben sie uns schon angesprochen und jetzt sind wir voller Elan dabei und hoffen, dass wir da eine gute Woche mit vielen Teilnehmern und viel Spaß organisieren können. Auf der GWÖ-Sommerwoche habt ihr ein Video gedreht. Wie wollt ihr das nutzen? Wir haben gemerkt, dass uns sehr wichtig ist, dass wir unsere Webseite neu gestalten wollen und sie vor allem ansprechend für jüngere Leute machen wollen, um Usern, die auf die Webseite kommen, zu ermöglichen, dass sie möglichst einfach und auf simple Art und Weise irgendwie die GWÖ kennenlernen und herausfinden können, was ist die Idee hinter der GWÖ und was für eine Bewegung, was für Leute stecken hinter der GWÖ. Wir werden uns auch in Zukunft weiterhin bemühen, dass wir das schaffen, die Seite einfach und ansprechend zu halten für neue Leute. Wie lässt sich denn eurer Meinung nach die Idee der Gemeinwohlökonomie gerade unter jungen Menschen stärker verbreitern? Also wir stellen immer wieder fest, dass wir uns nicht in nur theoretischen Diskursen verfangen wollen, sondern dass es uns wichtig ist, quasi diese Alternative auch zu leben, beziehungsweise auch immer zu bedenken. Natürlich ist es wichtig, dass wir die Idee der Gemeinwohlökonomie im Fokus haben,
Aber es ist genauso auch wichtig, dass wir uns selbst im Fokus haben. Deshalb merken wir immer, auch bei unseren Wochenenden, dass wir Zeit für das persönliche Kennenlernen haben, dass wir Spaß zusammen haben, weil das ist das, was die Menschen verbindet und das ist dann auch das, was die Idee besonders macht. Und das ist uns einfach sehr wichtig, dass wir nicht nur über die Wirtschaft reden, was auch irgendwann deprimierend werden kann, sondern dass wir auch einfach den Austausch mit anderen interessanten Menschen leben. Wo seht ihr denn bei euren Freunden, Freundinnen Potenziale der Veränderung? Also bei meinen Freunden ist es eher das Thema Nachhaltigkeit, nachhaltiger Leben oder bewusster Leben schon sehr präsent. Aber es ist immer noch dieses Gefühl, dass ein Wirtschaftssystem nicht gestürzt werden kann oder das kann nicht verändert werden. Das ist quasi alternativlos. Man wünscht es sich gerne, dass es sich ändern würde, aber es geht ja nicht. Wir sind ja so wenige und was kann ich denn als Einzelner machen? Dort ist eher nur dieser Gedanke, dass ich halt bewusster leben kann, nachhaltiger konsumieren kann, aber das System an sich neu zu denken oder zu verändern, das ist in meinem Freundeskreis eigentlich gar nicht präsent. Es gilt halt auch bei jungen Leuten genauso wie bei allen anderen Altersgruppen meiner Ansicht nach das Ohnmachtsgefühl, was durchaus ein Ziel der neoliberalen Politik ist, zu durchbrechen. Und das ist manchmal nicht einfach, aber absolut nicht unmöglich. Die Gemeinwohlökonomie-Bewegung wächst und wächst ja auch. Ja, wie Jens auch schon gesagt hat, was uns wichtig ist in dem AK Jugend, dieses Zeit miteinander verbringen, weil eben diese menschliche Komponente und dieser menschliche Austausch einfach wichtig ist. Genau das ist ja der Vorteil, also mit meinen Freundinnen und Freunden, wir sind uns sehr nah und haben sehr regelmäßig Austausch über alle Dinge, ja, auf unterschiedlichsten Ebenen. Und ich finde, da ist eben ein Freundinnen- und Freundeskreis hat totales Potenzial, weil man eben sich so nah begleitet, weil man so nah einem Austausch steht und weil ich auch finde, eben sich gegenseitig da auch zu bereichern, auch mit Ideen und Anstößen. Ich finde, das Potenzial schlummert in jedem Freundinnen- und Freundeskreis, einfach miteinander in Austausch zu kommen, auch wie man eben gemeinsam unsere Welt gestalten will. Und dass man eben nicht nur die Zeit jetzt miteinander gut gestaltet, sondern dass man auch was miteinander schafft, was darüber hinaus für die nächsten Freundinnen und Freundeskreise unserer Kinder sein wird. Und das ist eine schöne Idee, im Freundeskreis dann auch zu leben. Welche Hebel zur gesellschaftlichen Transformation seht ihr in der Gemeinwohlbewegung? Also was ich bei der GWÖ sehr spannend finde, ist, dass sie auf sehr vielen Ebenen ansetzbar ist. Also man hat praktische Werkzeuge, mit denen man schon arbeiten kann. Und ich bin unter anderem auch Koordinator in einer Regionalgruppe und ich finde es spannend zu sehen, wie man schon auf kommunaler Ebene die GWÖ implementieren kann und mit lokalen Politikern zusammen überlegen kann, wie können wir als Kommune versuchen, die GWÖ umzusetzen und das schon bereits auf kommunaler Ebene. Und ich habe einfach die Hoffnung, dass in vielen Orten in Deutschland, aber weltweit auch passiert und dass dann so eine Bottom-up-Bewegung entsteht. Gleichzeitig aber auch Top-down, wie wir ja auch schon mit dem Abstimmungsergebnis von dem Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschuss gelernt haben, die sich ja eindeutig für die GWÖ als Idee ausgesprochen haben. Was ich auch sehr schön finde, dass ja im Prinzip jeder Einzelne schon was dazu beitragen kann, die GWÖ weiterzutragen, indem er einfach ein bisschen in sich hineinhört und schaut, welche Werte ihm eigentlich wichtig sind. Und wie es die Anne, glaube ich, schon gesagt hat, fällt sehr oft auf, dass man in der Freizeit ganz andere Werte berücksichtigt, also Freundschaft, Wohlbefinden, Kooperation, was eben im Beruf oft nicht der Fall ist. Und wenn man sich einfach mal überlegt, warum das denn so ist oder warum das eben nicht so ist und weil man es sich doch wünschen würde und dann einmal diesen Knackpunkt hatte, ich glaube, wenn das bei mehr Menschen passieren würde, dann kann die Bewegung auch durch jeden Einzelnen sehr schnell wachsen. Ja, ich finde ganz wichtig ist die Überlegung, dass momentan es ja auch ein System gibt, ein Wirtschaftssystem, woran wir uns alle irgendwie, da sind wir reingeboren worden zum Großteil, also unsere Generation auf jeden Fall, und man wächst damit auf, man hinterfragt es eben gar nicht in vielen Köpfen oder eben merkt man, wenn man drüber redet, dieses Gefühl, ja, das ist unveränderbar, aber eben sich zu hinterfragen, ja, oder das zu fragen, warum ist es so entstanden, wissen wir nicht, hat sich so entwickelt, kann niemand so genau sagen, haben wir auf jeden Fall nicht gemeinsam darüber abgestimmt, dass das so ist. Und eben diese Idee von der Gemeinwohlökonomie auch
sich wirklich gemeinsam zu überlegen, in was für einer Wirtschaft wir leben wollen und diese Frage auch zu stellen und das nicht einfach als gegeben hinzunehmen, weil es ist menschengemacht worden, dieses Wirtschaftssystem, es ist menschengetragen, von dem her können es Menschen auch verändern. Und dass die GWÖ das so auf den Punkt bringt, ist ein sehr wichtiger Hebel, glaube ich. Auf der GWÖ-Sommerwoche haben wir außerdem den überregionalen Energiefeldkoordinator Bendix Balke aus Hannover getroffen. Was macht so ein überregionaler Energiefeldkoordinator eigentlich? In Deutschland gibt es ungefähr 50 Regionalgruppen der Gemeinwohlökonomie, die wir intern Energiefelder nennen. Davon sind 22 in Baden-Württemberg, 16 in Bayern. Die haben ihre eigenen Koordinatoren und die übrigen, da bin ich die Ansprechpartner. Also wenn es darum geht, dass sich Gruppen neu gründen wollen, dann hilft es ihnen, wenn sie einfach fragen, wie machen andere das? Oder wenn irgendwas nicht rund läuft, dann bin ich der erste Ansprechpartner. Wie sind Sie dann eigentlich auf die Gemeinwohlökonomie gestoßen? 2012 war ich bei einem Vortrag von Christian Felber. Ich fand das sehr beeindruckend. Im Anschluss habe ich sein Buch Gemeinwohlökonomie gekauft und dann habe ich es erst einmal gelesen und mehrere Monate beiseite gelegt. Und dann merkte ich aber doch, das ist ganz nah an dem dran, was mir selber fehlt. Einerseits beginnt es ja im Hier und Jetzt, in dieser Form des Wirtschaftens, in unserer Gesellschaft. Und andererseits hat es sehr utopische Elemente. Es beschreibt, dass Wirtschaft auch ganz anders den Menschen dienen kann. Sie sind also ein Utopist. Dann lassen Sie uns noch ein bisschen in die Zukunft blicken. Was würden Sie sich als überregionaler Energiefeldkoordinator für die GWÖ Deutschland in, sagen wir, 5 Jahren wünschen? Dass es in jeder deutschen Stadt ab 50.000 Einwohner wenigstens eine GWÖ-Gruppe gibt, dass diese Gruppen gut miteinander vernetzt sind und einerseits viele Unternehmen gewinnen, sich selbst bilanzieren zu lassen und andererseits in der Öffentlichkeit, in Schulen, in der Fußgängerzone, im Gespräch mit Nichtregierungsorganisationen, mit den politischen Parteien und den kommunalen Parlamenten die GWÖ bekannt machen. Zum Bekanntmachen gehören ja auch kleine Geschenke oder Giveaways an Interessierte. Was hätten Sie denn da im Angebot? Also hier zum Beispiel habe ich einen nachwachsenden Bleistift. Einen nachwachsenden Bleistift? Das müssen Sie genauer erklären. Ich habe ehrlich gesagt, als ich das zuerst gelesen habe, gedacht, das muss ein Schreibfehler sein. Die meinen einen Bleistift aus nachwachsenden Rohstoffen. Aber in diesem Fall stimmt das auch. Ja, das Holz dieses Bleistifts ist aus zertifizierter Forstwirtschaft. Es ist kein Blei drin, sozusagen ein bleifreier Bleistift, es hat Graphit. Aber am Ende ist so eine Samenkapsel, also da, wo man vielleicht ein Radiergummi erwarten würde. Und wenn dieser Bleistift nun abgenutzt ist und nur noch ein Stummel ist, dann pflanzt man diesen Bleistift in einen Blumentopf und da unten sind Samen drin, in diesem Fall jetzt von Basilikum. Und 2 Wochen später hat man eine Basilikumpflanze. Das ist der Weg in die Transformationsgesellschaft, am Beispiel deutlich gemacht. Was haben wir denn noch alles hier vor uns liegen? Wenn wir uns treffen in der Gemeinwohlökonomie, dann sitzen wir abends oft noch bei einem Bier zusammen und sagen uns zum Gemeinwohl. Und dann zwinkern die meisten. Und wir haben gedacht, dann muss es auch Bierdeckel geben, auf denen steht zum Gemeinwohl. Und dann haben wir da noch Sprüche drauf. Ich nehme zum Beispiel mal: Bio ist billiger. Und wenn das in Ihrer Stammkneipe liegt, dann werden Sie denken, ist da jemand ganz durchgedreht? Wir wissen doch, wie teuer Bio-Lebensmittel zum Beispiel sind. Und auf der Rückseite steht, klar ist Bio teurer, auf dem Preisschild im Laden, weil wir die wahren Kosten konventioneller Landwirtschaft mit vergifteten Böden, Bienensterben und Klimawandel bezahlen. Das Wirtschaftsmodell der Gemeinwohlökonomie möchte ein System von Steuern und Abgaben, das Gemeinwohlkosten den Verursachern auferlegt. Und dann ist Bio wirklich billiger. Sie sind nicht nur überregionaler Energiefeldkoordinator, sondern auch Mitglied im AkteurInnenkreis Kirchen. Wie kommt es dazu und was machen Sie in diesem AK? Ich selber bin evangelischer Pfarrer. Natürlich überlege ich, wie kann ich die Gemeinwohlökonomie in den Kirchen, sei es evangelisch, katholisch, Freikirchen, in allen Kirchen und auch in anderen Religionsgemeinschaften bekannter machen. Und nun habe ich festgestellt, da gibt es hier und da kirchlich geprägte und eingebundene Menschen, die in der GWÖ mitarbeiten. Es gibt Kirchengemeinden und diakonische und karitative Einrichtungen, die sich haben bilanzieren lassen bei der Gemeinwohlökonomie.
aber die wissen voneinander noch nichts. Und wir wollen gerne die zusammenbringen und miteinander in unseren Zirkeln in der Kirche die GWÖ bekannter machen. Zum Beispiel im nächsten Jahr beim Kirchentag in Dortmund 2019 werden wir wieder einen Stand am Markt der Möglichkeiten machen. Wir werden auch jetzt stärker eingeladen, wenn zum Beispiel evangelische Akademien über die GWÖ mit anderen darüber nachdenken, wie die Wirtschaft ganz anders gestaltet werden kann und dann die GWÖ als ein Beispiel darstellen wollen. Aber da gehört ein langer Abend dazu. Innerhalb der Kirchen begegnet uns in der Regel, dass die Menschen sagen, ja, das, was ihr wollt, Ökologie, Nachhaltigkeit, Solidarität, Gerechtigkeit, Menschenwürde, Transparenz, Mitentscheidung, das wollen wir auch. Inhaltlich ist das ganz nah an der christlichen Botschaft und den Kirchen vertraut. Aber dass es dafür Hilfsmittel gibt, dass man etwa durch die Gemeinwohlbilanz selber sich einmal den Spiegel vorhalten lassen kann und mal gucken kann, leben wir das wirklich in unserer Kirchengemeinde, in unserer kirchlichen Kindertagesstätte, in unserer diakonischen Einrichtung. Dazu muss jemand von außen kommen, weil jeder Mensch blinde Flecken hat. Liebe Hörerinnen und Hörer, es wird Ihnen nicht entgangen sein, dass wir uns auf der Zielgeraden zur Bayerischen Landtagswahl befinden. In knapp 3 Wochen wählen wir. Die Gemeinwohlökonomie nutzt die heiße Wahlkampfphase und veranstaltet kommenden Donnerstag am 27. September ab 19 Uhr in der Hochschule für Philosophie in der Kaulbachstraße 31a in München ein Parteienhearing. Dazu haben wir PolitikerInnen der CSU, der SPD, der Grünen, der Linken, der FDP, der Freien Wähler, der ÖDP und der Mutpartei eingeladen und werden sie nach ihren Positionen zur Wirtschaftspolitik befragen. Einer, der sich auf dieses Hearing intensiv vorbereitet und die Wahlprogramme der SPD und der Mutpartei genau unter die Lupe genommen hat, ist Michael Lorenz, unser heutiger Studiogast. Herzlich willkommen, Michael Lorenz. Vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Zunächst ein paar Worte zu Ihrer Person. Während Ihres Zivildienstes an einem Integrationskindergarten reifte Ihr Entschluss, Pfarrer zu werden. Sie wollten mit Menschen zu tun haben und sich mit wichtigen Lebenssituationen und Lebensfragen auseinandersetzen. In Erlangen, Jerusalem und Bonn studierten sie Theologie und haben im Fach Predigtlehre promoviert. Nach Vikariatsstationen an der Kreuzkirche in München-Schwabing, der Versöhnungskirche auf dem Gelände der KZ-Gedenkstätte Dachau und als Pfarrer an der St. Markuskirche in Weiden, sind sie nun seit 4 Jahren Pfarrer in der Nähe Münchens, nämlich an der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche in Germering. Nach diesem Lebenslauf könnte man meinen, dass Ihre Interessen eher im geisteswissenschaftlichen und spirituellen und nicht so sehr im wirtschaftlichen Bereich liegen. Trotzdem sind Sie seit 2 Jahren Mitglied bei der Gemeinwohlökonomie Bayern und engagieren sich in der Fokusgruppe Politik für die Umgestaltung unseres Wirtschaftssystems. Warum ausgerechnet Wirtschaftspolitik und welche Rolle sollte Ihrer Meinung nach die Politik im Bereich Wirtschaft spielen? Ja, meine Interessen liegen und lagen tatsächlich eher im spirituellen und geisteswissenschaftlichen Bereich. Aber sehr früh hat mich auch die Umweltfrage bewegt. Zum einen bin ich dadurch durch meinen Vater draufgekommen. Der hat schon in den 80er Jahren Demonstrationen gegen das Waldsterben organisiert. Und ich habe dann Bücher gelesen wie Die Grenzen des Wachstums, der Bericht des Club of Rome. Und bin das dann auch erst eher auf die geisteswissenschaftliche Weise angegangen. Ich habe mich gefragt, wie müssen wir unser Bewusstsein ändern? Oder was fehlt uns vielleicht auch spirituell, dass wir so sehr auf Konsum, auf materielles Wachstum getrimmt sind? Und diese Fragen halte ich ehrlich gesagt auch nach wie vor für sehr wichtig. Mir ist dann aber mit der Zeit immer klarer geworden, dass ohne eine Änderung des Wirtschaftssystems keine substanzielle Verbesserung möglich ist. Die Wirtschaft ist nun mal die dynamische Macht, die den Ressourcen- und Energieverbrauch immer weiter vorantreibt. Und so habe ich mich begonnen, mit wirtschaftlichen Fragen auseinanderzusetzen. Und vor allem habe ich mich auf die Suche gemacht nach Formen des Wirtschaftens, die umweltverträglicher und die sozial gerechter sind. Und so bin ich dann auf die GWÖ gestoßen, mit ihrem ganz klaren Ansatz, das Gemeinwohl über den finanziellen Gewinn zu stellen, die Kooperation und die Solidarität für wichtiger und grundlegender anzusehen als die Konkurrenz. Und welche Rolle spielt die Politik?
Ich bin davon überzeugt, dass die Wirtschaft nicht nach der Art von einem Naturgesetz funktioniert, sondern dass sie von Menschen gestaltet wird. Genauso wie die Globalisierung und die Deregulierung politisch gewollt waren und politisch durchgesetzt worden sind. Die Politik ist es, die den Rahmen festlegt, in dem sich unsere Wirtschaft entfalten kann. Und darum ist es jetzt auch die Rolle der Politik einzugreifen, um unsere Wirtschaft sozial gerechter und umweltverträglicher zu gestalten, sodass wir die Grenzen unseres Planeten nicht mehr überschreiten. Sie haben es schon erwähnt, die Gemeinwohlökonomie misst den Beitrag eines Unternehmens zum Gemeinwohl nicht nur an dessen Umsatz oder Gewinn, sondern an unseren Verfassungswerten und prüft zum Beispiel, inwieweit ein Unternehmen die Menschenwürde beachtet, solidarisch und transparent wirtschaftet und ökologisch nachhaltig produziert. Die Gemeinwohlökonomie legt also vielfältige Prüfungskriterien an. Haben Sie das bei Ihrer Wahlprogrammanalyse auch getan und haben Sie feststellen können, ob sich die genannten Gemeinwohlwerte, Solidarität, Gerechtigkeit, Mitbestimmung, Transparenz in den Programmen der SPD und der Mutpartei wiederfinden? Ich habe die Programme gelesen und dann versucht, die Forderungen und die politischen Programme, die dort aufgestellt sind, eben nach diesem Werteraster zu ordnen, also nach Menschenwürde, Solidarität und Gerechtigkeit, ökologische Nachhaltigkeit und Transparenz und Mitentscheidung. Und auch bei beiden Parteien, bei der SPD und der Mutpartei, finden sich die GWÖ-Werte wieder. Bei der Mutpartei deutlich, sehr deutlich in allen vier Feldern. Also nicht nur im Bereich Solidarität, Gerechtigkeit und ökologische Nachhaltigkeit, sondern mit großem Nachdruck auch im Bereich Menschenwürde und Transparenz und Mitentscheidung. Auch darüber hinaus ist bei Mut betont, dass wir die wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Herausforderungen, die wir haben, solidarisch bewältigen sollten und dass es jetzt an der Zeit ist, einen radikalen Wandel des gesellschaftlichen Zusammenlebens zu wagen. Das heißt für mich, die Werte kommen nicht nur vor, sondern sie sollen auch durch diesen Grundsatz wirklich verwirklicht werden. Die SPD hat vor allem im Bereich Umweltschutz und Landwirtschaft auch tatsächlich Ansätze, die der GWÖ zum Teil recht nahe kommen. Zum Beispiel, wenn sie fordert, die Landwirtschaft nach Gemeinwohlleistung und nicht nach Fläche zu fördern. Oder auch bei Importen auf eine lückenlose Einhaltung von ökologischen und sozialen Nachhaltigkeitskriterien zu achten. Das klingt ja schon ganz gut. Und ich denke, auch in die richtige Richtung geht das Ziel eines kostenfreien Personennahverkehrs. Aber vor allem im Bereich der sozialen Gerechtigkeit, das ist ja eigentlich das Kernthema der SPD, setzt sie nach wie vor auf herkömmliche Umverteilungsmaßnahmen und versucht nicht, die Wirtschaft so neu aufzustellen, dass soziale Gerechtigkeit von Anfang an Ziel des Wirtschaftens ist. Und da kommen wir eigentlich zur Knackpunktfrage, nämlich was sagen denn die von Ihnen analysierten Programme der SPD und Mutpartei denn wirklich zu dem Thema Wirtschaftswachstum? Weil darum geht es ja letztlich immer. Also die SPD setzt ähnlich wie die Grünen auf mehr grünes Wachstum und die Hauptthemen, die sie da, für die die Landespolitik ja dann auch zuständig ist, sind da die Energiewende und die Mobilitätswende. Aber auch eine Wende hin zu einem klimafreundlichen, nachhaltigen Ganzjahrestourismus. Bayern soll zum Beispiel zum Vorreiter emissionsfreier Mobilität werden. Also Wirtschaftswachstum erscheint als grünes Wachstum, aber nach wie vor als das Mittel zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Schaffung von Wohlstand. Auf diese Problematik des hohen Ressourcenverbrauchs und Energieverbrauchs einer ständig wachsenden Wirtschaft wird nicht eingegangen. Die Mutpartei sieht ausdrücklich die Aufgabe der Politik darin, die Rahmenbedingungen für andere Formen des Wirtschaftens herzustellen. Sie drücken das so aus, es soll eine demokratische, dezentrale, nachhaltige Wirtschaft sein. Das klingt ja schon ganz gut. Genau, die den Bedürfnissen aller Menschen dient und gleichzeitig eben auch die Lebensgrundlagen schont. Mut bezieht sich dabei ausdrücklich auch auf die Gemeinwohlökonomie und setzt auf Menschenwürde, Kooperation und Partizipation. Die Wachstumsideologie wird jetzt zwar nicht ausdrücklich abgelehnt, aber Wirtschaftswachstum erscheint auch nicht, wie bei den meisten anderen Parteien, als der selbstverständliche Weg zur Erlangung von Wohlstand.
Ich habe da eine Nachfrage nochmal vielleicht. Also welche Rolle spielt denn da, also wenn von grünem Wachstum die Rede ist, wird dann sehr stark auf technische Lösungen gesetzt, wie emissionsfreier Verkehr und Ähnliches. Das kann man alles über technische Sachen erreichen. Genau, indem wir dann da auch Spitzenreiter werden, haben wir auch wieder einen Standortvorteil und schaffen Arbeitsplätze und tun gleichzeitig etwas für die Umwelt. Also ist schon dieses Wachstumsdenken, denke ich, noch sehr stark verwurzelt. Andrea, du bist ja wie unser Studiogast Michael Lorenz auch Mitglied in der Bayerischen Fokusgruppe Politik und hast die Wahlprogramme der CSU und der Grünen analysiert. Welche wirtschaftspolitischen Aussagen treffen denn diese beiden Parteien? Ja, die wirtschaftspolitische Aussage der CSU ist ganz klar: Bayern first. Also es gibt da so drei wichtige Schlagworte. Leistung muss sich in Bayern lohnen. Erstens. Zweitens, die Selbstständigen und die Unternehmer sind die Basis des wirtschaftlichen Erfolges. Und drittens, es muss der Mittelstand und das Handwerk gestärkt werden. Und dafür haben sie einen Katalog von verschiedenen Maßnahmen im Angebot. Da gehört die Tourismusoffensive dazu, Qualifizierung von 100.000 zusätzlichen Fachkräften. Ein digitales Gründerzentrum soll errichtet werden und ein Demonstrationszentrum in jedem Handwerkskammerbezirk und eine neue Wirtschaftsagentur soll auch dazu kommen, die die Ansiedelung. Demonstrationszentrum klingt ja gut, wo man also demonstrieren lernt. Ich glaube, es geht um das Demonstrieren von Handwerksgeschicken oder keine Verkaufsorte, wo die Handwerker ihre Produkte darstellen können. Darum, glaube ich, geht es eher. Und sie wollen also 50 Millionen Euro in die Hand nehmen, um im ländlichen Raum Unternehmen anzusiedeln und sagen dabei gleichzeitig, dass sie keine Flächenfraßverbote in Aussicht stellen. Also es gibt keine wirklichen, so wie ich das sehe, Antworten auf die Zukunft des Wirtschaftens und wie wir wirtschaften wollen, sondern es ist einfach immer nur mehr ist auch besser. Das heißt, es soll also weitergehen mit Gewerbegebieten, die also auf dem flachen Land entstehen, möglichst nah an Autobahnausfahrten, so wie man es jetzt eben kennt, nur noch mehr und noch mehr. So, das ist die Förderung des ländlichen Raumes. Genau, wenn ich das 37-seitige Parteiprogramm, der im Übrigen nennt sich das auch Regierungsprogramm schon, der CSU lese, das ist sehr empfehlenswert, das mal sich anzuschauen, weil von den 37 Seiten sind, glaube ich, ungefähr 10 Seiten großflächige Porträtfotos von Markus Söder. Also es lässt sich sehr flüssig lesen und anschauen. Und was den Flächenfraß angeht, so habe ich die CSU verstanden, lassen Sie ihn erstmal zu, zur Wirtschaftsförderung und zur Schaffung von Arbeitsplätzen. Und dann jede Entsiegelung, also Rückführung in Grünflächen, das wird dann wieder finanziell belohnt. Also erst wird der Schaden angerichtet und dann die Reparatur wird dann wieder staatlich subventioniert. Also so meines wie eine Erachtens. Abwrackprämie. Also ähnlich, genau. Bei den Grünen, da ist es etwas Ambivalenz, so wie bei der SPD. Also mal Hü, mal Hot. Die haben also in ihrem Wahlprogramm ganz viele Stichpunkte, die dem Gedankengut der Gemeinwohlökonomie sehr nahe kommen. Also sie wollen eine Gemeinwohlorientierung, sie wollen regionale Wirtschaftskreisläufe fördern, sie wollen ein Landesvergabegesetz schaffen, das die Einkäufe in der öffentlichen Verwaltung noch sozial-ökologischer gestaltet. Sie wollen eine ökologische Landwirtschaft natürlich fördern. Sie wollen eine Flächenfraßbegrenzung, Ausbau des ÖPNV, auch wie die SPD. Und ein Ausbau der regenerativen Energien. Also das klingt alles wunderbar, aber auch gleichzeitig sagen sie dann moderne abgasfreie Autos, wirtschaftliche Dynamik, sie wollen eine Technologieführerschaft in Bayern. Und das sehen wir halt dann schon wieder recht skeptisch alles. Das klingt ein bisschen nach Greenwashing und nach der CSU-Wirtschaftspolitik von Laptop und Lederhose. Nur etwas ökologischer als bisher. Also da bleiben schon auch noch viele Fragen offen. Noch eine Frage an Sie, Michael Lorenz, die uns alle als Zivilgesellschaft betrifft. Welche Rolle spielt sie denn, die Zivilgesellschaft, in den Wahlprogrammen der SPD und der Mutpartei? Ja, also ich finde, dass auch hier wieder die Mutpartei den eigentlich interessanteren und weiterführenden Ansatz hat. Die SPD hat da natürlich auch was. Zum Beispiel will sie den Freistaat zu einem Musterbeispiel der Jugendpartizipation machen und das Wahlrecht auf 16 Jahre senken. Aber bei der Mutpartei findet sich der interessante Punkt, sie wollen ein Bürgerinnen- und Bürgerparlament als zweite Kammer für den Freistaat einführen. Und dieses Parlament soll durch urdemokratisches Losverfahren und dann auch einen Schlüssel nach Alter, Geschlecht und Einkommen
dann tatsächlich auch repräsentativ sein. Und ich denke, es wird sehr interessant sein, bei dem Parteienhearing am Donnerstag danach zu fragen, was denn wirklich die Aufgabe dieses Parlaments sein könnte. Ist da auch was gesagt, wie groß dieses Parlament sein soll? Dazu und wie gesagt, auch zu der Aufgabe findet sich nichts. Aber ich zumindest könnte mir gut vorstellen, dass wenn wir wirklich unsere Wirtschaft grundlegend ändern wollen, dass so ein Parlament das dann auch demokratisch legitimieren könnte. Okay. Das kommt ja sehr in die Richtung auch der Wirtschaftskonvente, die die Gemeinwohlökonomie vorschlägt, wo sozusagen wirklich wirtschaftsverfassungsrechtliche Grundsätze erstmal von der Bevölkerung diskutiert und auch abgestimmt werden, sozusagen der Rahmen. Genau. Ja. Und dann in den Parlamenten eventuell, begleitet durch Bürgerbegehren, dann die kleine Feinarbeit und die Justierung dann nachgelegt wird. Das wäre eigentlich ein interessanter Ansatz. Wäre ein interessanter Ansatz, genau. Ja, Michael Lorenz, ganz herzlichen Dank, dass Sie zu uns ins Studio gekommen sind und am Donnerstag auch weiter mit uns kritische Fragen stellen. Sehr gerne und ich hoffe, ein paar haben sich motivieren lassen, am Donnerstag zu kommen. Ja, genau. Ja. Dankeschön. Vielen Dank. Damit sind wir am Ende der Sendung angelangt. Wir danken unserem Studiogast Michael Lorenz nochmals ganz herzlich fürs Kommen. Ein herzliches Dankeschön geht an Radio Lora und an unseren Tontechniker Günther Bauer. Die nächste GWÖ-Sendung können Sie am Montag, den 26. November ab 20 Uhr hören. Am Mikrofon verabschieden sich Andrea Behm und Reinald Schwarz. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Abend. Zum Gemeinwohl.